begleitet uns heute ins Rulantica. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht's ins kühle Nass, in Anführungszeichen. Wir besuchen heute Rulantica, ja, der Wasserpark neben dem Europa-Park. Ich war ja Ende Januar schon mal hier das erste Mal. Und da waren wir natürlich nur im Indoor-Bereich. Heute werden es 30 Grad und natürlich werden wir heute auch den Outdoor-Bereich testen. Ich bin schon da. Noch alleine, Brina und Daniel sind noch auf dem Weg. Ich bin ja direkt aus der Schweiz gekommen. Ich brauche so knapp 1 Stunde 50 aus Zürich raus. Und ja, die anderen beiden müssten jetzt auch gleich ankommen. Und dann ja, geht's ins Rulantica. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf den Außenbereich. Der sieht ja immer so schön aus auf Bildern. Und der Wasserpark, ja, ist auch eigentlich ein Park, hat bis 22 Uhr geöffnet, ab 9.30 Uhr. Und wir werden jede Minute voll auskosten. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich filme heute mit der GoPro, also nicht mit der normalen Kamera, mit der ich sonst filme. Und wie auch in der Therme Erding könnten die Unterwasser-Szenen oder die Unterwasser-Vlogs der Ton ein bisschen schlechter sein, wenn das Wasser noch im Mikro ist. Aber natürlich wird es auch heute On-Rides geben von den Rutschen. Da freue ich mich sehr drauf. Schaut mal, wenn wir da haben. Hallo Snorri! Wir sind jetzt hier im Rulantica angekommen, waren erstmal bei Guest Relations fragen, ob es irgendwie noch reservierte Plätze für draußen gibt. Leider war alles ausgebucht, waren wir voll für drin. Es gab ja noch Liegen, als wir vorbeigelaufen sind, aber wir haben jetzt hier einen Komfort-Sofa gebucht für 50 Euro zu dritt. Wird auf jeden Fall kuschelig da drauf zu dritt. Sie meinte, es passt, aber wir legen hier die Sachen ab und dann gehen wir eh ins kühle Nass, weil hier sind es 98.000 Grad. Ja, wir müssen jetzt einmal ins kühle Nass und es ist so heiß. Wir haben uns eingecremt und wir gehen jetzt erstmal raus bei dem schönen Wetter. Also wie gesagt, wir hätten gerne eine Liege draußen gehabt, aber man kann ja nicht alles haben. Machen draußen jetzt noch ein paar Bilder und gehen ins Wasser und dann gucken wir mal, welche Rutsche wir dann als erstes in Angriff nehmen. Wir laufen jetzt hier eine Runde, weil hier draußen darf man tatsächlich keine Handys und auch keine Kameras mitnehmen auf, wie heißt es nochmal? Skyrock. Skyrock. Das ist was anderes. Skyrock ist woanders. Aber wir laufen jetzt hier kurz eine Runde, zeigen euch, wie es hier draußen aussieht. Hier gibt es auch ein Restaurant, hier seht ihr die Karte und hier gibt es auch noch einige freie Liegen. Also vielleicht legen wir uns dann später nochmal ein Stündchen, zwei hier raus
Und ja, genießen auf jeden Fall noch die Sonne, weil es ist halt super schönes Wetter. Habe ich das schon mal gesagt, heute ist super schönes Wetter. Hier draußen gibt es auch einen kleinen Strand mit einem Beachvolleyballfeld. Da könnt ihr euch hier auch hinlegen und dann habt ihr so ein bisschen Strandfeeling. Als ich Ende Januar hier war, war diese Attraktion mit einem Zelt überdacht. Und jetzt ist sie ohne Zelt da. Das heißt, man kann sich hier gegenseitig nass spritzen. Leute, die draußen zugucken, aber auch die, die drinnen sitzen. Das ist eine sehr witzige Attraktion. Dann ist hier schon. Wir gehören jetzt zum Europa-Park und deswegen. Ja, auch. Der Daniel macht hier die Kinder nass. Was soll denn das? Oh, ist aber schön angenehm. Ja, also richtig toll, da freue ich mich später auf die Runde. Hier gibt es auch einen Wasserspielplatz für Kinder. Ich kann natürlich jetzt hier nicht alles zeigen, aber hast du mich gerade nass gemacht? Im Schwimmbad nass gemacht. Ja, also. Oh, das wollte ich immer mal machen. Moment, Moment, darf ich? Film mich. Ja, warte, ich muss aber, dass kein Kind drauf ist. I wanna be. Steck's aus. Warum ist denn jetzt weg? Da musst du jetzt hin. Nein, das kann ich, das ist mir zu prominent. Geh jetzt. Hopp! Let it go! Also das wird nichts mit Daniel. Also hier gibt es einen kleinen Kinderspielplatz. Let it go! What about anymore? Let it go! Hallo! Let it go! Bitte nur nass machen ohne Haare. Das ist schön warm, schön mal. Amigo. Hey! Mann! Also der Daniel ärgert gerne mit Wasser. Jetzt hör mal auf! Was denn? Komm doch! Ich wollte nur den Spielplatz filmen! Wir sind hier im Schwimmbad! Hier ist nass! Geh weg, ich wollte den Spielplatz filmen! Hier ist aber nass! Es gibt hier draußen natürlich auch Kinderrutschen und das ist hier der Ausgang und wir suchen gerade mal den Eingang. Die hat ihren Flipflop verloren. Hier gibt es auch einen Kinderspielplatz. Guck mal, der schnarcht wie Daniel. Guck mal, das ist ein aggressives Huhn. Wie du. Guck mal, der macht auch Wasser. Wäre so lustig gewesen, wenn wir halt. Oder prima. Encore 5 Minuten und ich descends. Ich kann auch Französisch. Laisse-moi encore dormir 5 Minuten. So, wir fahren. Ich weiß gar nicht, wie die Attraktion heißt. Tonne Dings. Tonne Dings. Fahren wir jetzt. Geh mal. Also ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Wir sind jetzt Tonne Wirbel gefahren, also Tonnenwirbel. Oh, also erstmal ist es super anstrengend. Und zweitens, man wird super nass, also man wird ja nass gemacht von allen Seiten und ja, extrem wild, macht aber super viel Spaß, aber wie gesagt, geht's super in die Arme. Wir machen ein kleines Päuschen, ich habe noch was von gestern von Starbucks dabei. Für mich gibt's nichts gekauftes, aber später gehen wir auf jeden Fall nochmal essen. Was ich euch aber zeigen wollte, sind hier diese Auffüllbecher. Wir haben uns jeweils einen geholt und die kosten jeweils, also ein Becher kostet 20 Euro und man kann den 10-mal auffüllen, wenn man hier ist. Und die, was kostet dann die Auffüllung nochmal? 10 Euro? Die 10 Euro, wenn du den Becher mitbringst. Wenn man den Becher beim nächsten Mal wieder mitbringt, dann kostet es nur 10 Euro. Wir sind ja bald wieder hier. Ja, kann ich ja schon mal spoilern, am 1. Juli. Dann können wir den Becher auch wieder mitbringen. Als ich letztes Mal hier war, war dieser Bereich noch gar nicht geöffnet. Ich weiß auch gerade nicht, wie er heißt.
Es ist eine riesenhohe Turmrutsche. 5 Rutschen gibt es und ihr fahrt sozusagen ein Wettrennen. Es sind doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es sind 8. Kann ich mehr zählen. Ich habe noch keinen Cocktail gehabt. Sind es 8? Ja. Auf jeden Fall ist Sven damit schon gefahren. Und er meinte, es war wirklich krass. Also ich habe noch keine Ahnung. Aber das sah jetzt nicht so schlimm aus, wie die jetzt hier unten ankamen. Mal gucken. Und hier seht ihr mal die Bestzeiten. Heute 14 Sekunden war die Bestzeit um 11:34 Uhr. Also ich habe ja keine Ambitionen, das irgendwie zu toppen oder so. Ich möchte einfach unten heil ankommen. Und gleich wird es auch so ein On-Ride geben. Und man sieht, wie die Rutsche sich so fährt da jetzt. Es sieht schon rammend aus. So, wir sind jetzt hier die Rutsche gefahren mit Brina und ich weiß nicht, was Sven hatte. Also, er hat ja gesagt, er hat sich... Du bist die Rutsche mit Brina gefahren, nicht wir. Jetzt muss er mich wieder verbessern hier, der Besserwisser. Also, ich weiß nicht, was Sven hatte. Er meinte, er ist mit dem Kopf angestoßen. Hatte ich jetzt nicht. Man muss sich halt auf diesen Teppich halten. Mehr nicht. Ja, also hat Spaß gemacht. Jetzt gucken wir, was wir als nächstes machen. Gehen wir erstmal, Brina, Handy, ab. Okay. Brina wollte nach den Wartezeiten gucken. Ich muss nicht mein Handy laden. Bitte abspannen. Wir haben uns jetzt auf unser Komfort-Seat zurückgezogen. Wenn ich das so sage. Geht's? Ja. Und wir sind jetzt noch eben Wildwasserstrom gefahren. Diese Namen hier kann ich eh nicht alle aussprechen. Also das Fallstorm. Als wären wir hier in Park Asterix. Ja, es ist wie Park Asterix. Also die Namen kann ich hier nicht aussprechen. Also es gibt hier so einen Wildwasserstrudel. So eine Bahn. Mal so durchrutschen, links und rechts, und ich fand rechts ein bisschen besser. Wir sind beides gefahren und ja, jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, haben unsere Getränke aufgefüllt, laden die Handys ein bisschen und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht mal eine Runde rausgehen. Und da lasse ich ja eh die Kamera dann hier und auch mein Handy, weil da darf man irgendwie gar nichts mitnehmen. Not allowed. Ja, wir hatten jetzt die Kameras und die Handys mal kurz am Platz gelassen und waren zweimal Razy River am Fahren, aber das zeige ich euch später nochmal. Waren draußen, haben einen Cocktail getrunken. Ein Cocktail. Und dann, jetzt guck mal, jetzt habe ich nämlich so langsam Hunger. Die anderen zwei haben ja eben schon gegessen. Ich brauche einen kleinen Snack. Mal gucken, was wir hier so finden. Soll es zu Ihnen gehen? Ja, mach das. Wow. Jetzt hier im Lumalandu, glaube ich, heißt es. Auf jeden Fall ganz hinten neben der Panoramabar. Und hier gibt es Pizza, Pasta und Salate und ich habe mega Bock auf Pasta. Es gibt hier einmal Tortellini in Käsesoße, Snorris Kinderpasta, Penne mit Tomatensoße, es gibt Penne Spinat und Käse und glutenfreie Pasta gibt es hier sogar auch. Ich gebe der Tortellini mit Carbonara-Soße, kostet 11,50 €. Das ist besser gewesen. Hier gibt es auch direkt einen Merchandise-Shop, wo ihr euch verschiedene Sachen kaufen könnt. Snorri-Kissen,
die Snorri-Bücher auch zum Beispiel auf Französisch. Und, oh, ist aber schön. Ist echt schön, ne? Ein Handtuch. Aber es ist sehr teuer. 40 Euro. Aber es ist sehr schön. Zeig mal. Ich kann es nicht wieder zusammen machen. Das macht doch. Das ist riesig. Ist schön. Ja, das ist wirklich gut von der Qualität her. Ja, aber anders, falsch rum, aber nicht so schlimm. Ist von Chiemsee, oder wie das mal ausgesprochen wird. Ja, ist ein Markending. Ja, klar. Schön. Chiemsee. Guck mal, es ist von Chiemsee. Das ist schön. Ist echt schön. Aber 40 Euro. Ist nicht so schön. Ist nicht schön. Was haben wir da? Mein Becher. Ansonsten könnt ihr euch hier auch noch Ed und Edda im Tauchoutfit kaufen oder natürlich auch. Das ist mal gebraucht. Was? Ed und Edda im Tauchoutfit. Ed und Edda im Tauchoutfit. Ansonsten, wenn ihr Schwimmwesten für Kinder vergessen habt oder Schwimmflügel, gibt sogar hier mit Snorri-Muster. Richtig süß. Flipflops gibt es hier auch Bademode. Eine Lampe. Eine Snorri-Lampe. Aber es gibt schon süßes Merchandise. Was ist das denn? Schwimmring für Brina. Aber wahrscheinlich für Kinder passt sie mit einem Bein rein. Super. Wir können zwei kaufen. Make zwei wish. Beine. Ja, ja, make a wish, ja, mit Snorri. Turnbeutel, Brillenputztuch. Wie gesagt, Bademode kriegt ihr hier auch. Falls, genau, falls ihr nackt hier seid oder eure kaputt geht bei der Wasserrutsche. Hier, Bademäntel. Es steht auch Holland hier, da steht nur Chiemsee drauf. Hi, schaut mal, wie wir hier haben. Oh. Snorri. Snorri, sag hallo. Hallo, Snorri. Könnt ihr im letzten Rolantica-Vlog sehen. Kostet 6 Euro, aber jetzt macht es tatsächlich Prina nochmal. Prina macht sich bereit fürs VR und ihr bekommt hier natürlich eine VR-Brille und einen Schnorchel. Und dann sind dann hier so riesen Becken und dann haltet ihr euch dann fest. So, Prina ist jetzt hier am Schnorcheln. Sie hat jetzt die Seiten gewechselt, weil ihr erster Schnorchel nicht richtig gehalten hat. Und ja, jetzt seht ihr wieder am Strampeln in der Strömung. Das hat auf jeden Fall echt schön gemacht. Gut im Gesicht, das ist aber normal, wenn man VR-Brillen trägt, dann hat man eine Karte, die länger trägt. Hat es Ihnen gefallen? Ja, war richtig cool. Also für 6 Euro plus 9 Schnorchel jetzt. Ja, ohne Brille. Ja. Also wenn du jetzt nochmal an die nach Ägypten bist, jetzt wieder zurück. Ägypten bin ich raus. So. Hier ist jetzt mal die Cocktailkarte. Ihr seht hier mal die verschiedenen Cocktails, kosten eigentlich alle so 10 Euro. Es gibt aber auch alkoholfreie Cocktails. Ja. Schmeckt okay. Ja, wir haben uns jetzt hier einen Cocktail geholt. Daniel hat schon probiert, Pina Colada. Ich habe irgendwas von den eigenen Cocktails. Und die Becher sind richtig schön. Und warte, ich wollte den Nebel filmen. Die Location hier ist auch echt schön. Wir sind jetzt gerade mal eine Runde mit dem Tonnenwirbel gefahren und oh, es ist witzig, aber es ist super anstrengend. Und ja, jetzt sind wir mal außen dran. Jetzt schießen wir von außen. Wir haben noch gar nicht so viel, also wir sind noch gar nicht so viel gerutscht heute. Wir haben jetzt Daniel auf unserem Komfortsofa gelassen und gehen jetzt mal die Rutschen testen. Noch nicht alle, wahrscheinlich so 2 und dann gehen wir wieder Abendessen. Wieder vor allem. Dann gehen wir Abendessen. Also mal gucken, wir sind ja in 3 Wochen wieder da, am 1. Juli zu Stefans Event, Freizeitpark-Traveler-Event.
Da freue ich mich auch sehr drauf und ist auch schon in 3 Wochen. Das heißt, wenn wir heute nicht alles schaffen, machen wir das halt in 3 Wochen. Wir fahren als erstes Svalbur mit und ja, freue mich drauf. Das ist nicht nass gemacht. Nee. Warum bin ich rückwärts? Familienbahn, wo man zusammensitzen kann, bis zu 4 Personen und macht auf jeden Fall Spaß. Haben jetzt knapp 1/2 Stunde gewartet, also echt schon lange. Wir holen jetzt Daniel ab und dann gehen wir mal was essen. Also wir haben so ein bisschen Disneyland Paris Feeling, weil die Restaurants haben jetzt schon alle fast zu. Also wir wollten gerade eine Bowl essen gehen, hat schon zu. Dann dachten wir, okay, gucken wir mal draußen. Wir waren ja heute Morgen hier wegen der Speisekarte, gucken wir hier, zu. Jetzt gehen wir dahin, wo ich eben schon Pasta gegessen habe, um Pizza zu essen. Oder Pasta, was die anderen nicht nehmen, dann auf jeden Fall Pizza, weil sonst gibt es nur noch Burger und da waren die anderen ja heute Morgen und das fanden sie nicht so geil. Für uns gibt es jetzt Abendessen. Wie gesagt, wir haben uns jetzt für Pizza entschieden. Salami-Pizza, nicht Salami, Salmon, also Lachs-Pizza. Prosciutto Funghi kostet 10,90 €, Pina hat eine Kinderpizza für 7,90 € und eigentlich eine Kinderpasta. Die kostet auch 7,90 €. Kostet echt auch 7,90 €, aber das ist, hat sich, glaube ich, vertan bei der Größe. Ja, wir haben jetzt super lang warten müssen, weil einfach das Angebot jetzt begrenzt ist und natürlich alle Leute dahin gehen, wo es einigermaßen gut aussieht und schmeckt. Und ja, es gibt nur noch, wie gesagt, Burger oder halt Pizza-Pasta und die meisten stehen halt bei Pizza an. Also die Pizza war sehr, sehr lecker und wir gehen jetzt mal raus, denn da ist jetzt ab 19 Uhr ein DJ und ein bisschen Mucke und Party. Da gucken wir uns das mal an und wir werden wahrscheinlich nicht mehr viel schauen. Wir haben jetzt schon 20:20 und wir sind ja, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt, am 1. Juli nochmal hier. Wenn wir die ganzen anderen Rutschen auch nochmal testen, weil wie gesagt, schaffen wir heute nicht. Wir wollen auf jeden Fall nochmal Lazy River fahren, Zungenbrecher. Ja, also irgendwie ist die Zeit dann wieder super schnell vorbeigegangen und wir haben einfach nicht alles geschafft, leider. Aber wie gesagt, am 1. Juli wird es nachgeholt.
10 und wir werden so langsam uns zusammenpacken, duschen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Attraktion jetzt noch bis 10 offen haben oder bis 9:30, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber für uns jetzt genug, wir sind erschöpft und müde, aber draußen, wenn wir geduscht haben, gibt es nochmal ein Fazit. Planänderung, wir gehen jetzt doch alle im Hotel duschen und nicht hier, weil ja, wir müssen jetzt eh noch Haare waschen, das würde jetzt ewig dauern, das machen wir dann alles in Ruhe im Hotel. Das heißt, ja, ich verabschiede mich jetzt dann schon mal bei euch. Also wir hatten einen wirklich so schönen Tag hier im Rolantica, also ich bin wirklich ein Fan davon. War ja Ende Januar zum ersten Mal hier, jetzt wieder in 3 Wochen bin ich wieder da. So, Stefans Event, da freue ich mich sehr, da nehme ich euch natürlich auch wieder mit der Kamera und ja, also draußen und auch drinnen, es ist, natürlich ist es nicht günstig, hier einen Tag zu verbringen, vor allem wenn man eine Familie ist. Ich glaube, ein Tagesticket kostet um die 44 Euro und wenn man das jetzt überlegt mit einer vierköpfigen Familie, sind wir da schon bei fast 200 und da ist noch kein Essen oder sonst was dabei. Schließfach kostet auch extra, Getränke, ja, klar kann man sich natürlich was mitnehmen. Aber es ist natürlich kein günstiger Spaß. Dennoch finde ich es hier super schön. Wir haben leider nicht alles geschafft heute. Die Zeit ist an uns vorbeigerannt. In letzter Zeit, immer wenn wir in anderen Freizeitparks sind, geht die Zeit so schnell vorbei. Aber ja, wir hatten wirklich einen schönen, lustigen Tag wieder mal. Das erste Mal mit Dani baden gewesen. Und ja, es war einfach mega, mega witzig. Tolles Wetter gehabt. Wie gesagt, am 1. Juli testen wir dann noch die weiteren Rutschen. Also ich kenne sie ja schon. Aber ja, da werden wir nochmal alle fahren, weil Brina kennt sie noch nicht alle. Und ja, wie gesagt, dann nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir deinen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!